Frachtrate von den grössten Schiffen von der Welt. Also das sind die 150'000 Bruttoregistertonnen Schiffe. Also das sind dann die ganz grossen Kähne. Bei diesen Kähnen ist es mehr oder weniger zum absoluten Stillstand gekommen. Herzlich willkommen zum Finanzmarktausblick für den Monat März. Dieses Mal steht der Finanzmarktausblick ganz im Zeichen des Coronavirus. Das Coronavirus verunsichert, das verunsichert uns, das verunsichert die Märkte. Und wie immer in solchen Situationen, die Unsicherheit ist absolutes Gift für die Finanzmärkte und dementsprechend ist in den letzten Tagen zu einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten gekommen. Die Frage ist jetzt, wie wird sich das weiterentwickeln, was kann man sagen und was kann man vielleicht weniger sagen. In dem Zusammenhang einfach ganz am Anfang der Hinweis, wir sind keine Epidemiologen, wir sind keine Ärzte, dementsprechend konzentrieren wir uns auf die konjunkturellen Aussagen und allenfalls Aussagen zu den Finanzmärkten. Und dort lässt sich feststellen, dass in der Tat ausgehend aus dem Coronavirus-Sorgen aus China raus der Welthandel innerhalb von kürzester Zeit praktisch zum Erliegen gekommen ist. Man kann das zeigen am Baltic Cape Size Index. Der betreut letztendlich den Index zu den Frachtraten von den grössten Schiffen von der Welt. Also das sind die 150'000 Bruttoregistertonnen Schiffe. Also das sind dann die ganz grossen Kähne. Bei diesen Kähnen ist es mehr oder weniger zum absoluten Stillstand gekommen. Das heisst, es wird praktisch nichts mehr verschifft mit diesen Schiffen. Und das bedeutet, oder das ist letztendlich gleichzusetzen mit einer deutlichen Konjunktureinbuße, also die Exporte, die mit Sicherheit schlecht sind aus China raus. Und das bedeutet dann auch, dass letztendlich das Wirtschaftswachstum anfangs von dem Jahr 2020 wesentlich eingebrochen ist. Wie sich das weiterentwickeln wird, das ist die ganz grosse Frage. Wir kommen zum Schluss, dass bereits in China die ersten Produktionsstätten wieder am Anlaufen sind. Das heisst, das Problem hat sich tendenziell von China auf andere Ecken der Welt verlagert. Aktuell im Zentrum ist Europa. Also das ist mehr oder weniger so ein ongoing Prozess. Das ist ein Prozess, der weiter fortschreiten wird und dass wahrscheinlich eine gewisse Normalisierung dann wieder daherkommen wird. Das heisst, es kommt wahrscheinlich wieder zu einer Wachstumsbeschleunigung, aber erst nachdem es wirklich zu einer substanziellen Wachstumsentschleunigung gekommen ist. Netto dürfte wahrscheinlich etwas weniger an Wirtschaftswachstum hängen bleiben für das Gesamtjahr 2020. Was bedeutet das jetzt für die Finanzmärkte? Für die Finanzmärkte absolut zentral ist die Situation, wie sich Geldmenge entwickeln tut. Und dort stellen wir fest, dass Zentralbanken eben zusätzliches Geld zur Verfügung stellen tun. Das heisst, als Reaktion auf die Konjunktursorgen, auf die Verunsicherung, stellen die Zentralbanken mehr Geld zur Verfügung. Nicht nur Zentralbanken, auch die Staaten. Und das müsste irgendwann Eingang finden in die Wirtschaft. Wenn es nicht Eingang findet in die Wirtschaft, dann in die Finanzwirtschaft. Und wir kommen zum Schluss, dass dementsprechend die Korrektur, die sehr, sehr heftig ausgefallen ist an den Finanzmärkten, dann auch wieder sehr schnell relativieren wird in der Zukunft. Wenn das der Fall wird, ist es sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Wir wissen aber, dass auf den aktuellen Niveaus die Aktienmärkte nicht mehr sehr, sehr teuer sind. Dann noch der Hinweis, dass letztendlich die Konjunktur eigentlich sehr, sehr gut ist. Ich möchte das darstellen am Beispiel von Deutschland, wo die Konsumentenstimmung deutlich schlechter ist als die Unternehmensstimmung. Wir haben auch dort in den letzten Wochen eigentlich gute Zahlen gesehen. Die Differenz muss sich irgendwie auflösen. Das heisst, wir kommen zum Schluss, dass irgendwann, wenn dann das Coronavirus-Thema weniger heiß gegessen wird, dass dann letztendlich die Konjunkturstimmung durchaus ansteht. Könnte, aber eben sehr, sehr schwer zu prognostizieren, ob das jetzt im März der Fall ist oder ob das erst im Juni der Fall sein wird. Und zu guter Letzt haben wir auch noch sehr viele neue Nachrichten bekommen von den Banken. Also die beiden Grossbanken von der Schweiz haben ihre Chefin austauscht und das ist dann der Moment, wo man ein bisschen zurückschauen tut und die Schweizer Banken vergleichen tut mit internationalen Banken. Wenn man dort das machen tut, dann stellen wir fest, dass offensichtlich die Aktienkursentwicklung von den beiden Grossbanken deutlich hinter der Aktienkursentwicklung
Entwicklung von insbesondere den amerikanischen Banken gesehen ist. Das heisst, die Geschäftsmodelle, die die schweizerischen Grossbanken sich angeschnallt haben, die sind deutlich konservativer als die von den amerikanischen Banken. Und das macht vor dem Hintergrund nicht ganz so überraschend, dass eben dementsprechend neue Leute das versuchen sollen zu dynamisieren, neue Ideen einzubringen, insbesondere vom Hinblick von der Digitalisierung. Das war es für heute. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und wir schwätzen uns in 4 Wochen wieder. Adi miteinander.